Eduard Albrecht, Rechtsgelehrter, einer der Göttinger Sieben, 1830 bis 1833, Goetheallee 22 bis 23. Wilhelm Eduard Albrecht. Wilhelm Eduard Albrecht, geboren am 4. März 1800 in Elbing, gestorben am 22. Mai 1876 in Leipzig, war Staatsrechtler und Dozent an der Georg-August-Universität. Albrecht zählte zu den Göttinger Sieben, die 1837 gegen die Aufhebung der Verfassung im Königreich Hannover durch Ernst August I. protestierten. Leben. Albrecht studierte ab 1818 in Berlin, Göttingen und Königsberg. 1829 wurde er in Königsberg Professor für Rechtswissenschaft. 1830 wechselte er nach Göttingen. Nach der Entlassung 1837 arbeitete er als Privatdozent in Leipzig, wo er 1840 zum Professor der Rechte und Hofrat berufen wurde. Im Jahre 1847 nahm er an den Germanistentagen in Lübeck teil. 1848 war Albrecht im Zuge der Märzrevolution Teilnehmer am Vorparlament und wurde Delegierter im 17er Ausschuss, der die Arbeiten an der Reichsverfassung vorbereitete. Vom 18. Mai bis zum 17. August 1848 war er Abgeordneter für Harburg, Elbe, in der Frankfurter Nationalversammlung, wo er der Casino-Fraktion angehörte. Im Jahr 1863 wurde er zum Geheimen Hofrat ernannt. 1868 trat Albrecht in Ruhestand. Sein Schwiegervater war der Astronom Christian Ludwig Idler. Wirken. Bis heute bedeutsam ist seine Konstruktion des Staates als juristische Person, die er 1837 in einer Rezension über Mauerbrechers Grundsätze des heutigen Staatsrechts entwickelte. In der Staatslehre des Konstitutionalismus war bis dahin ungeklärt, wem eigentlich die Souveränität zukomme, da auf der einen Seite das monarchische Prinzip weiterhin stark betont wurde, während aber auf der anderen Seite die damaligen landesständischen Verfassungen bereits Mitwirkungsrechte der Untertanen bei der Ausübung der Herrschaftsgewalt enthielten. In Bezug auf die Allgemeinheit würden Herrscher und Untertanen ausschließlich als Haupt- bzw. Glieder des Staates als eigener Rechtspersönlichkeit berechtigt und verpflichtet, während sie ansonsten, gewissermaßen im privaten Bereich, um ihrer selbst willen Rechte und um eines anderen willen Verpflichtungen als individuelle Rechtspersönlichkeiten hätten. Im Gegensatz dazu stand insbesondere die unter anderem von Otto Gierke vertretene Lehre vom Staat als reale Verbandsperson, deren Albrechts Theorie insbesondere kritisierte, dass der Staat Albrechts eine bloße juristische Fiktion sei und der Herrscher sein Amt danach nach Art eines Vormunds eines geschäftsunfähigen Geisteskranken ausüben und das Reichsgericht im Namen eines Schatem Recht sprechen müsse. Obwohl er 1869 zu einem lebenslänglichen Mitglied der ersten Kammer des Sächsischen Landtags ernannt worden war, nahm er nur im Winter 1869-70 an den Sitzungen teil. Nur eine einzige Wortmeldung ist überliefert.